immer ist irgendwie Lärm oder so. Erstmal, Oida, was geht ab, Leute? Hongia? Shiny Macholo. Aus der Quest. So, das ist mein erster und einziger. Ich check mal gleich die IV. Gewinne einen Arena-Kampf oder so war das. Und ich mache die Quest sehr oft. Weil ich eine Menge Arenen mache. Und bam, auf einmal kam der. IV jetzt nicht so geil, aber hey, ein neuer Shiny. Dadurch können wir auch direkt die Feldforschung abholen für diese Woche. Das ist gegen die Eis. Oh. Ah, 12,92 ist endschlecht. Schade. Naja, fängt schon mal gut an, der Tag. Ich bin seit 5:30 wach, muss heute wieder arbeiten. Diesmal war ich echt neben der Spur. Es war heute echt ein bisschen zu früh für mich. Die letzten 2 Tage geradet, aber leider kein Glück mit Latios gehabt. Kein Shiny mit dabei gewesen. Aber jetzt ein Shiny Macholo. Dann gab es Neuigkeiten bezüglich der Safari-Zone in Singapur. Und zwar, überraschenderweise, Shiny Lapras plus Podgott, demnächst dann auch bei uns erhältlich. Jetzt fangen wir erstmal dieses Gigi-Eis. Nein. Da haben wir es endlich. Vielleicht mache ich heute noch ein paar Raids, aber auf jeden Fall keine Tour. Hier und da ein paar. Und dann natürlich Arenen. Zeitsprung. Ich habe ein paar Arenen gemacht und jetzt raid ich. Ich konnte es nicht sein lassen, aber ist ja erfolglos. Was auch sonst. Also ich habe noch einen 98er gefangen, aber das war's auch schon. Kein Glück heute. Kein Glück gestern. Kein Glück vorgestern. Okay, wir hatten heute einen Shiny Macholo, das ist schon Glück. Kann mich nicht beschweren. Und dann treffe ich mich gleich mit einem Glücksfreund. Kleiner Glückstausch. Die Sammlung hier ein bisschen vorantreiben. Und vielleicht kommt ihr ja doch noch. Man weiß nicht. Nicht aufgeben, Leute. Einfach weitermachen. Puh. Ciao. Ciao, Palkia. So, schauen wir mal. So, Hauptsache Lucky, Shiny. Schauen wir mal. Das ist der letzte für heute wahrscheinlich. Man weiß nie, was so geht, aber eigentlich der letzte für heute geplant. Deswegen muss er jetzt Shiny werden. Weil ich habe keinen Bock mehr. Gib ihn mir einfach, Niantic. Ich hate euch da ein bisschen weniger. Ihr habt Klamotten umsonst rausgebracht. Finde ich gut. Sehr gut. Für dieses Lob könnt ihr mir jetzt auch einen Shiny geben. Ist der nächste Morgen. Alter, ich war gestern so tot. Keine Ahnung wieso. War ich den ganzen Tag neben der Spur. Normalerweise macht es mir nichts aus, so früh aufzustehen zum Arbeiten, aber gestern war irgendwie komplett anders. Ja, was war gestern noch los? Was war gestern noch los? Raiden. Bisschen geradet, nette Begleitung hatte ich, aber sie hat mir leider kein Glück gebracht. Immer noch kein Shiny. Heute bin ich nochmal auf krasser Tour. Heute versuche ich es nochmal. Entweder kommt er heute oder er kommt nicht mehr.
Die Kollegin, die Begleitung, hat einen 98er gefangen, ohne es zu wissen. Glückwunsch, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Dann hatte ich noch einen Spezialtausch mit einer anderen Kollegin. Weiteres Lucky abgehakt. Es sind beides 93er geworden. Sie hat einen 93er Mewtwo bekommen mit Spukball. Weil davon habe ich noch ein paar. Die habe ich damals, wer meine Videos gesehen hat, und ihr solltet meine Videos sehen, der weiß, ich habe allen meinen Mewtwos damals Spukball beigebracht. Ja, und jetzt sind sie begehrte Tauschobjekte. Ist 93 bei ihr geworden, bei mir auch. Ich habe Giratina genommen, aber bei beiden von uns jeweils mit schlechter ATK. Naja, egal. Hauptsache erstmal Lucky. Ich habe heute wieder einen Lucky-Freund, also bei mir geht es eigentlich ab. Jeden Tag mindestens einen ungefähr. Problem ist, ich habe jetzt auch ein paar, die sind irgendwie außerhalb. Ich denke mal, Deutschland-Tour oder Dortmund werden wir uns sehen und dann können wir da auch tauschen. Zum Beispiel Chaos Lady. Wir sind auch Lucky-Freunde. Grüße gehen raus an Chaos Lady. Schaut auf ihrem Kanal vorbei. Und apropos Deutschland-Tour und Dortmund. Niantic hat gestern was angekündigt oder gepostet, was auch immer. Für 2020, da kann man seinen Ort vorschlagen und möglicherweise findet dort irgendwas statt dann. Sieht dann so aus, ich blende es mal hier ein. Da kann man dann seine Stadt nominieren, sozusagen. Aber ist halt echt heftig, also was für Kriterien da alles zutreffen müssen. Wir können mal ein paar durchgehen. Warte mal, gibt es das auch auf Deutsch? Warte. Deutsch. Genau so. So, nochmal. Sicherheit, Klima, Hotelkosten. So wählt das Live-Events-Team für im Hauptsitz von Niantic einen Veranstaltungsort aus. Nominierungen von einzelnen Spielern. Gibt es in deiner Stadt den perfekten Park für ein Niantic-Live-Event? Und das müsst ihr jetzt entscheiden. So, wir schauen uns ein paar Kriterien an. Weil die Kriterien sind schon heftig. Also ihr könnt nicht einfach, eure Stadt nominieren und dann hoffen, dass es klappt. Aber ich denke, falls einer sich echt die Mühe macht und alle Kriterien abarbeitet und da dann einen guten Vorschlag macht, dass dieser Vorschlag dann echt gute Chancen hat. Wir gehen jetzt ein paar Punkte durch und schauen, ob München da zutreffen würde. Gibt es einen großen, schönen Park mit einer Fläche von mindestens 20 bis 40 Hektar? Keine Ahnung. Also englischer Garten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel 20 bis 40 Hektar sind. Müsste ich mal nachschauen. Wie zum Beispiel Westpark. Ich weiß nicht, ob das groß genug ist. Vielleicht beide Westparks zusammen. Weil es gibt zwei Seiten. Liegt der Park zentral? Also englischer Garten auf jeden Fall. Sind Festivals im Park gestattet? Das weiß ich nicht. Olympiapark. Ja. Handelt es sich um eine sichere... Was? Sicheres? Sichere Umgebung. Info? Gibt es da so Info? Nee. Was heißt sichere Umgebung? Ich denke mal ja. Sind WLAN und mobile Netzwerkverbindungen gut? Normalerweise schon, aber ich weiß nicht, wie es so ist, wenn da zigtausend Leute sind. Sind noch Termine für Events verfügbar? Ja, das kann man leicht nachschauen. Ist die Stadt finanziell erschwinglich? Alter, was soll das heißen? Ja. Liegt der Park in der Nähe von Hotels und öffentlichen Nahverkehrsangeboten? Ja. Befürwortet die Stadt einschließlich der lokalen Polizeibehörde ein solches Event? Da müsste man sich informieren und ich weiß nicht, ob das so leicht ist. Werden während des geplanten Events andere möglicherweise konkurrierende Events veranstaltet? Okay. Gibt es eine lebhafte Spieler-Community in dieser Stadt? Ja. Wie hoch ist die Dichte der wichtigen Orte, zum Beispiel Pokestops, Arena und Portale? Nicht so hoch, weil die Ingo-Spieler geizen. Shots feiert an alle Ingo-Spieler. Nee, ich meine nicht alle. Nur ein paar gewisse. Auf jeden Fall, englischer Garten, was Stops angeht, tot. Da ist fast gar nichts. Und Olympiapark eigentlich auch ziemlich tot. Westpark eigentlich auch. Okay, Westpark hat noch die meisten Arenen und so. Ja. Können wir die Straßen sperren? Keine Ahnung, Mann. Können unsere Nutzfahrzeuge die Ausstattung für das Event problemlos ein- und ausladen? Keine Ahnung, Mann. Können Nichtspieler den Park während des Events besuchen? Ja. Gibt es Parkmöglichkeiten in der Nähe? Ja. Wie ist das Wetter in dieser Region zu den geplanten Terminen üblicherweise? Keine Ahnung, Mann. Weitergehen. Was weitergehen? Ja, und so sieht das dann aus. Müsst alles eintragen, abschicken und dann, ja, seid ihr nominiert oder habt ihr nominiert. Klasse Sache. Also wer will, wer sich die Mühe geben will und denkt, er hat einen guten Ort, kann das gerne machen. Ja, ansonsten war es das von mir. Bisschen geradet. Ein neuer Shiny. Das ist leider nicht Latios, sondern Macholo gebrütet. Schreibt in den Kommentaren, wie es bei euch so aussieht. Ja, die meisten haben schon geschrieben, gestern im Livestream, dass viele begeisterte Shiny Latios haben. Gibt natürlich auch ein paar, die leiden so wie ich. Alter, ein Kollege, der hat 130 Rates oder so gehabt, noch kein Shiny Latios. Das ist heftig, Mann. Ich bin bei 30 ungefähr. Bisschen mehr als 30. Ne, 30 ungefähr. Das geht noch. Auswette bisher ist ganz gut. Ich habe gesamt 60 von 80 gefangen. Und von denen sind 100er dabei, ein 98er und zwei 96er. Also an sich kann ich nicht klagen, abgesehen von dem Shiny. Dann noch einen Lucky-Tausch gemacht. War okay, IV-technisch, aber Hauptsache Lucky erstmal. Da fehlt halt echt nicht mehr viel. Kann ich mal kurz noch einblenden. Für alle meine Lucky-Freunde oder die, die es demnächst werden. Oder man kann ja immer noch normal tauschen. Und das kann ja immer noch Lucky werden. Also, mir fehlt noch. Also, Goldini, Skagaborn, Raikou, Suicune. Ein Trassler immer noch.
Dann regionale natürlich, Gürtel, die Schlange, Regi-Stil, Latios, okay, Plinfa, Pachirizo, Klingplim, der Papagei, die Venusfliegenfalle, oh, da fehlt eigentlich echt gar nicht mehr so viel. Und Gigantine Urform, kann ich aber so im Trade Decks nicht anzeigen, da wird nur der angezeigt. Pachirizo in Dortmund dann für das GoFest, das regionale, das besondere Pokémon. Das sollte kein Problem sein, aber der Rest, wobei, Gürtel sollte auch kein Problem sein. Asien, viele Leute fahren nach Asien, ich kenne da noch ein paar, die haben den am Start. Sivipar sollte eigentlich auch kein Problem sein. Also das Problem ist wahrscheinlich der Papagei und die Venusfliegenfalle. Oh, auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Diese Pokémon fehlen mir noch. Ich gehe später nochmal auf Tour, die letzte Chance oder die letzte große Jagd nach dem Shiny Latios. Wir haben ein paar X-Rays und dann geht's direkt auf Tour mit den ganzen Leuten. Harry Potter, Wizards Unite ist übrigens auch draußen. Beta für Neuseeland, ja. Man kann es aber auch hier bei uns spielen. Nur, bisher nur das Tutorial. Video dazu folgt noch, für alle, die sich dafür interessieren. Kann man schon mal runterladen und das Tutorial zocken und Hagrid fangen. Naja, auf jeden Fall. Euch viel Glück noch, viel Erfolg mit Latios und euren X-Rays, falls ihr heute welche habt. Und mit dem Ost-Event, mit dem Brüten und Shiny Haspigor, habe ich auch noch nicht. Da überlege ich mir auch gerade noch, ob ich auf die Jagd gehe, weil der ist schon relativ häufig. Kann man sich schon mal gönnen. Aber falls ich auf die Jagd gehe, seht ihr das eh in dem Video. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious Business.